Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Ausgabe, zur zweiten Ausgabe von WWE 2K23 und diesmal natürlich wieder der Showcase. Ja, der Sound ist immer noch aus, ihr seid nicht taub, eure Einstellungen sind alle richtig, ich habe nur die Musik ausgeschaltet und ich habe das erste Video jetzt aufgenommen und hochgeladen. Und natürlich wurde es, wie von mir bereits vermutet, weltweit gesperrt, so dass ich es nicht veröffentlichen kann. Deswegen weltweit gesperrt. Deshalb werdet ihr auch im ersten Video schon den ein oder anderen Schnitt sehen, den ich machen musste, damit ich es überhaupt veröffentlichen kann. Jetzt ist es so, dass es immer noch teilweise gesperrt ist. Nicht in Deutschland, nicht in Amerika oder sonst wo. Es ist, keine Ahnung, in Sri Lanka, in Russland, in Afghanistan, in Pakistan, in Indien und so, in solchen Ländern ist es gesperrt. Ich glaube, es waren keine 10 Länder auf jeden Fall. Da ist es immer noch gesperrt, also ist es teilweise gesperrt. Das heißt aber auch, dass dieses Video wirklich radikal geschnitten wird. Denn niemand, der YouTube macht, will so einen Quatsch auf seinem Kanal haben. Also niemand will irgendwelche teilweise gesperrten Videos auf seinem Kanal haben. Ich ebenfalls nicht. Und deswegen wird die erste Folge... Die erste Folge ist wahrscheinlich jetzt schon geschnitten, wenn ihr die zweite seht. Und auch diese Folge wird natürlich dem Rotstift zum Opfer fallen und geschnitten. Ich gehe davon aus, dass die Realsequenzen der Fall sind oder der Auslöser sind. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber ich meine, es waren die ganzen Realsequenzen, die dann rausgeschnitten werden. Und ich werde, natürlich das Video wird eine Woche lang, könnt ihr das Video in vollen Zügen genießen und... Dann kommt erst der Cut. Aber ich werde es auch jetzt so bei der Aufnahme so machen, dass ich während der echten Sequenzen nicht rede. Ja, ich werde da nichts kommentieren, weil ich weiß nicht, ob es sowieso rausgeschnitten wird. Und ich muss ja auch, damit es überhaupt erlaubt ist, das hochzuladen, sowieso schon was schneiden. Und dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich da rede, wenn das am Ende sowieso rausfliegt. Und ihr könnt die Szenen dann zumindest, soweit es geht, genießen ohne mein Gebabbel. Und ich würde sagen, wir starten rein in den Showcase. Genug geredet. Denn ja, den Undertaker haben wir schon gesehen. Dieses Match, da wussten wir schon, dass es kommt. Als kleiner Teaser. Das zweite Match für heute wissen wir natürlich noch nicht. Und wir gehen rein zum 27. Juli 2013. Undertaker. Dead Man Walking gegen John Cena. Der Undertaker hatte mehr als ein Jahrzehnt der Zerstörung auf seinem Konto und nahm jeden WWE-Superstar mit auf seinen Last Ride. Also da war es der American Badass Undertaker, sehen wir ja auch auf dem Bild. John Cena entschied, dass es ihm egal ist, zeigte dem Undertaker bei jeder Gelegenheit, wie wenig er ihn respektiert und zwang The Phenom dazu, dem Aufruf zu folgen und seine eigene Art von Rache zu üben. Okay, let's go. My thoughts on The Undertaker as an opponent. That's a luxury. He's the greatest. Or has to be included in that conversation, like tip of the spear. Is one of the very few, that uses aura and mystique completely to his advantage, in a very legitimate sense. Whether you get swept up in the moment, or you just lose focus. He's someone that carries a certain aura about him, and this is undeniable. And I figured there wasn't a better statement than, like, go after the one everybody thinks is the man, and that's The Undertaker. And don't do it like you did in your debut. Don't go up to him and shake his hand and say, thanks for saying I did great, sir. In the moment, it was awesome. You know, looking back on it 20 years later, I went out there saying the one thing I have that Kurt Angle doesn't have is ruthless aggression. And then when someone of merit comes and shakes my hand, what do? Oh, thank you so much. Wonderful moment to participate in. Did nothing for me as a superstar. But the cool thing is I learned that and then kind of put it into Kurt talking a whole lot of trash about him on the lead up to this match. And in vengeance, I'm gonna prove the big dog is all bark.
I had such a chip on my shoulder. I kind of had a rebirth, the hip-hop John Cena, the Doctor of Thugonomics. I thought I was gonna shock the world. That's how ready I was. Boy, was I wrong. So my confidence got to be arrogance, and that I was served a huge slice of humble pie. I had to face the music after talking a lot of trash and came up short. Gute Selbstreflexion von Cena. Und wir werden natürlich den Undertaker wieder spielen. Und ihm direkt einen Big Boot verpassen. Also erstmal einfach ein bisschen Schaden hier. So, Undertaker, der American Badass, kennt keine Gnade für John Cena. So, das haben wir erledigt. Bevor ich reagieren konnte, schickte mich der Undertaker mit einem Hammer Throw über das oberste Seil auf den Boden. Auf Wiedersehen, Cena. Haben wir gemacht. Als ich neben dem Ring, wo steht das? Ach, da oben, am Boden lag, konnte ich fühlen, wie der Undertaker mich packte und mir noch weiter zusetzte. Okay, wenn du neben dem Ring liegen, im Boden, ja, okay. So, Junge. Und das war einfach. So, muss ich jetzt schon still sein oder erst, wenn es irgendwie schlimmer aussah als im echten Leben? Okay, Undertaker hat ihn schon ziemlich fertig gemacht. Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Apron Guillotine Leg Drop. Ja, da muss ich gucken, wie der funktioniert. Wenn der Gegner im Ring liegt und du auf dem Apron bist, drücke Kreis um den Undertaker's Leg Drop zu zeigen. Okay, ist ja ganz einfach. Ist ja voll simpel. Schmeißen wir den einfach hier in den Ring. Oh, sorry. Sorry. Es war nicht extra. In den Ring. Oh, das tut mir furchtbar leid. Ich wollte dich natürlich in den Ring werfen. Eieiei. Ich habe heute auch kein Zielwasser getrunken. Okay, wir machen jetzt ernst. Wirklich in den Ring. Nein, um Gottes Willen, ich will nichts da unten rausholen. Lass die Sachen liegen. So, ich hoffe. Was zählt er mich denn immer noch aus, der Depp? Echt jetzt? Das ist alles die Schuld vom Referee. Komm, Cena, jetzt lass es mal. Lass mal bleiben. So, den sollte ich zeigen? Ich dachte, ich sollte was ganz anderes zeigen. Okay, das war ja gar nicht so schwer. Er verpasste mir kräftige Schläge und landet dabei zweimal einen Bodyblow und Uppercut. Er hat außerdem... Stimmt das überhaupt, was er da erzählt, der John Cena? Das kommt ja von John Cena. Hat er das wirklich gemacht? Er erinnerte sich wirklich an jeden einzelnen Schlag. Er hat außerdem 3 meiner Angriffsversuche geblockt oder ist ihnen ausgewichen. Okay, drücke L, X, um einen Bodyblow zu verpassen. Okay. Das ist ja nicht so schwer. Und R1, um auszuweichen oder zu blocken. Ja, kriegen wir hin. Aber erst verpasse ich ihm einen Tritt. So. So, das war ein Bodyblow, by the way. Ah, beide muss ich machen, okay. Das wusste ich doch nicht. So, gekontert habe ich ihn jetzt auch, übrigens. Cheat. Ich bin ihm einmal ausgewichen, aber das reicht natürlich nicht. John Cena ist ja auch ein guter Gegner. So ist es nicht. Das ist ja jetzt hier nicht irgend so ein Pappkamerad. So, ich wollte ihm eigentlich wieder den Bodyblow verpassen. Und den Uppercut. Wow, der wunderschöne. So. Geile Aktion.
So, jetzt musst du dich aber auch ein bisschen wehren. Okay, das war ganz gut. Der Oldschool-Signature ist es hier auf dem Seil tanzen, ne? Vor dem Gegner. Stelle dich im Ring. Okay, einfach nur in den Ring. Ich dachte, ich muss ihn in die Ringecke tun, aber muss ich wahrscheinlich gar nicht. Aber jetzt haben wir wieder das Signature-Problem. Wahrscheinlich kann ich es jetzt wieder nicht machen. Junge, lass mich doch mal in Ruhe. Richtige Klette. Ja, okay. Cover du mich mal. Boah, nervig, John Cena hier. Dass er auch immer versucht zu covern, was ist denn mit ihm nicht richtig? Oh oh. Das wird ja doch ein richtiges Match hier. Oh, es geht doch... Nein, er ist ausgewichen. You can't see me. Willst du mich verarschen? Er kontert das mit seinem beschissenen... FU, was war das denn für eine Nummer? Alter. Wie zum Fick... Wie zum Fick hat er denn jetzt sein Finisher angesetzt? Das kann gar nicht sein Ernst sein. Boah, ist es gerade wieder unfassbar nervig. Er zeigt einfach sein Finisher aus dem gar nichts. Aus dem Netherrealm hat er hier den Finisher gezeigt. Jetzt muss ich meinen Finisher wieder zeigen, weil ich den doofen Signature nicht habe. Es ist ja so ein Abfuck, dieses Game. Unfassbar. Ehrlich, unfassbar. Junge, was ein Schmutz. Was ein unfassbar beschissener Schmutz. Oh mein Gott. Grausam. Grausam. Stellt mir doch nicht solche bescheuerten Aufgaben, ey. Und was ist das eigentlich immer für ein Konter? Jetzt kriege ich den nächsten Finisher reingedrückt. Den ich zum Glück kontern kann. Aber wie kann es denn sein, dass er ständig seinen bescheuerten Finisher auspackt? Ich mache jetzt mein fucking Oldschool. Junge, was ein Arsch. John Cena ist ja so nervig. Aber was richtig nervig ist, ist dieses Unfaire. Meine Güte. So, jetzt, was willst du noch machen? Stelle dich im Ring in deine Signature vor dem Gegner. Okay. Geht nicht. Also verpasse ich ihm jetzt eiskalt den Tombstone. Scheiß drauf. Zack. Ja, aber ich kann ja wieder nur den Finisher machen. Das ist ja auch so. Das ist auch so abartig schlecht. Warum? Stell dich im Ring mit geladenem Signature Move vor den Gegner und drücke R2 plus halte Viereck. Das ist ja eigentlich nicht schwierig, aber ich kann es halt einfach nicht machen. Ich muss meinen Finisher zeigen. Jetzt gibt es natürlich erstmal den Last Ride. Der kriegt jetzt hier alles ab, der Penner. One, two, Spaß. Spaß. Wir beenden natürlich noch nicht das Match. So, noch ein Last Ride. Ich muss es leider machen. Sorry, Cena, dass ich dich hier so misshandeln muss. Aber es muss sein, weil ich kann mein Signature nicht zeigen. Mann, ist das dumm. Wenn man es wenigstens sich aussuchen könnte. Es sind doch sowieso verschiedene Knöpfe, Mann. Mann.
War das schon der Signature? Geht das jetzt? Ich hoffe. Wir haben uns auch ein bisschen, ein kleines bisschen erholt. Wirkt die Sau jetzt. Mach ihn kaputt. So, Cena. Komm, mach jetzt hier keinen Affen. Okay. Okay, danke. Jetzt sind wir natürlich am Boden. Richtig unfair wieder. Und angeschlagen. So, ich muss den jetzt mal kurz wegtreten, um zu checken, was ich hier überhaupt machen muss. Ich hatte den Undertaker endlich erwischt, konnte den Vorteil aber nicht beibehalten. Mit seiner Verteidigung schaffte er es, drei weitere meiner Angriffe aus... Oh nee, ausweichen und blocken, ey, da ist ja auch... Dann hat er mich mit einem Aufgabegriff, in einen Aufgabegriff verwickelt, um noch weitere Serve zu bringen. Okay, drücke R1, um auszuweichen, kriege ich hin. Drücke R7 plus Kreis, wenn du vor dem Gegner stehst oder dich an Füße, Seite, Kopf eines liegenden Gegners befindet. Um einen Aufgabegriff. Okay, wir können es also egal, wie wir den machen. Egal, wie wir den machen. Das kriegen wir schon hin. Aber wir müssen erstmal ausweichen. So, das heißt, let's go. Zack, ausgewichen, ausgewichen, dreimal ausgewichen. Oh, und den hat er gekontert. Ausgerechnet den Aufgabegriff. Hat er gekontert, aber eiskalt. Undertaker, so flink wie eh und je. So. Okay, ich habe den Aufgabegriff gemacht. Er kontert ihn zwar blitzschnell wieder aus, damit ich direkt gucken kann, was ich mache. Drücke die Taste, von der du glaubst, dass sie zum Angriff deines Gegners passt, um dessen Griffkombinationsversuch zu unterbrechen. Hey, ich habe versucht irgendwie... Was soll ich machen? Was willst du? Was will er? Hey, ja, da muss er das aber doch auch machen. Was macht er denn jetzt? Ein Cover. Hä, wie dumm. Was soll das? Was tut er da? Ja, okay. Ich hab's nicht ganz begriffen, was er von mir will. Boah, Drecksack. Okay. Lass mich jetzt. Wenn das ein Countout wird, ne? Oh, wunderschön gekontert. Das Problem ist, dass John Cena diese Combo nicht macht, die ich unterbrechen muss. Okay. Da hat er sie gemacht, aber leider habe ich es nicht geschafft. Aber der pinnt mich aber auch wirklich jedes Mal. Das ist keine Combo. Das ist auch nicht wirklich. Auch wenn wir das kontern, zählt es jetzt nicht. Oh, das ist ein Scheiß jetzt. Warum wird mir auch immer dieser komische blaue Kreis angezeigt? Was ist denn das? Das stört mich übrigens auch. Warum ist das? Was soll das? Wow, mach jetzt! Mach doch was, dass ich das überhaupt erfüllen kann. Meine Güte. Steh auf. Greif mich an. So, das zählt aber auch wieder nicht. Das zählt doch immer alles nicht. Was soll ich denn noch alles kontern? Oh mein Gott, endlich. Du Arschloch. Holy fuck, ist das nervig. Oh, ey, diese Dinger, das triggert mich so hart.
Echt, das triggert mich so hart, wenn da irgendwelche Ziele sind, die du eigentlich nicht erfüllen kannst von dir aus, sondern du auf diesen Idioten von KI-Gegner warten musst, bis er sich dann erbarmt, mal was zu machen, damit ich es kontern kann. So, wenn der Gegner benebelt in der Ecke ist, drücke X, um einen schweren Eckenangriff auszuführen. So, jetzt geht's in die nächste Sequenz. Vielleicht ins Ende, ich hoffe ins Ende, weil lange werden wir das nicht mehr überstehen, dieses Spielchen mit John Cena zu spielen. Irgendwann geht's schief. Ja, John Cena, der kleine Drecksack. Hat er uns in die Ringecke rennen lassen, ohne Polster. Aber es ist leider immer noch nicht vorbei, um Gottes Willen. Okay, wir gucken jetzt erstmal genau, was wir machen müssen. Ich hatte die Kontrolle zurückgewonnen, aber zwei Flip-Clotheslines des Undertakers haben mich direkt ausgebremst. Okay, der Undertaker brachte mich an meine Grenzen. Er hatte jede Gelegenheit genutzt, um zu versuchen, mir zu schaden. Okay, Schaden zuzufügen. Halte. Okay. Die Clothesline kriege ich schon hin. Setze deinem Gegner mit erfolgreichen Angriffen und Sprüngen schwer zu. Ja, komm. Ja, safe. So, wir geben ihm erstmal eine normale Clothesline. Sagen dann hier Finish. Und zack, da ist die erste. Und wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Zack, da ist die zweite. Bleibst du im Ring? Okay. Jetzt wird's High Flying Action von Undertaker geben. Und da kommt er. Geflogen. Bam, Junge. Richtig geile Aktion. So. Okay, noch ein schwerer Eckenangriff. Kein Problem. Werden wir direkt durchziehen. Das ist wirklich das Anstrengendste bis jetzt. Von den Matches. Okay, vielleicht war es doch nicht so. Okay, Punching Ball. Das war nicht das, was sie sehen wollten, ne? Einen leichten Eckenangriff wollten sie sehen. Okay, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Kleines bisschen. Komm, du musst jetzt hier nicht kontern, mein Freund. Kollege Schnürschuh. Hau drauf. Ja, und so konnte John Cena die Arroganz nicht verstecken und der Undertaker konnte sie ausnutzen zu seinem Vorteil. Wir haben jetzt hier Zeug freigeschaltet natürlich und eine Sache wieder nicht freigeschaltet. Das macht mich ja noch wütender. Es ist so anstrengend, da gegen John Cena mitzuhalten, weil es halt auch so unnötig ist, weil ich nicht das Match beenden kann, wann ich es will. Das ist das, was mich am meisten triggert, dass ich immer noch hier eine Aufgabe machen soll, dort eine Aufgabe machen soll. Okay, haben wir aber gemacht, alle 15 Ziele erfüllt und dann bekommen wir nicht alle Belohnungen. Das ist echt eine Sauerei, aber wir gehen ins nächste Match einfach rein und gucken, was passiert. So we talked about 2003 and let's fast forward a, I don't know, a decade and a half. I'm kind of at a loss and I hit a bit of a rough patch. Where I was kind of running out of options to participate in WrestleMania. I can't muster a win in the Rumble. The next opportunity I have, I squander. So with about a month to go, I was put in a corner of like, how do I get to WrestleMania? I came up with an idea to look to the one attraction that is associated with WrestleMania. WrestleMania is The Undertaker. If I could drum up enough interest from the WWE Universe, maybe this would be something that they'd want to see. And if they want to see it, I'm really not forcing myself on like, I get this opportunity just because I'm John Cena. So I went on TV and I called him out. Well, screw it. I challenge The Undertaker to a match at WrestleMania. And no one had heard from The Undertaker, no one had seen The Undertaker, nobody knew what The Undertaker's position was, whether he was going to show up or not. But every week,
I would let the WWE Universe know, like, this is something you want to see, right? And overwhelmingly, they would let me know that it was. So this meeting, which is actually one of my favorite build-ups to a WrestleMania and one of my favorite WrestleManias of all time, happened out of desperation. The mystique of being in a WrestleMania ring with The Undertaker is special. And this one was a great story. I'll never forget this WrestleMania experience. I really won't. It was special to me because it was the first time in about 15 to 20 years I got to watch WrestleMania as a fan. I always have to peek through the curtain. I got to go out and sit there. I could lose myself in the pageantry. I could lose myself in the event. And having that opportunity, that very rare opportunity, to see WrestleMania from both sides, from over the barricade and then in the ring, that's what makes it absolutely unforgettable. There is no shame in losing to The Undertaker, especially at WrestleMania. Now, I called him out, and I had to pay the price for it. But seeing the spotlight back on The Undertaker after he defeated me so quickly, you know, that made it a whole lot easier to handle. Okay, da geht's nochmal um den Undertaker. So, ich dachte, das hätten wir schon. So, wir hauen natürlich erstmal ein bisschen drauf, ne? Wir müssen ihm ja ein bisschen was abziehen. Ist natürlich eine ganz andere Ära, hat er ja schon gesagt, John Cena. Ein paar, ja, so anderthalb Dekaden später passiert das hier. So, jetzt reicht's aber auch, ne, John? Also krass, also diese Folge heute ist ja wirklich sehr Undertaker-lastig. Okay, wir können nicht fünf hintereinander machen. Okay, Flip Clothesline. Und dann schon der Oldschool. Aber ich muss den erstmal hier so runterjagen. Damit der auch noch mal ein bisschen zur Luft kommt, der gute John. Oh, das war auch nicht geplant. Ich wollte die Clothesline zeigen, verdammte Axt. Schmeißt er mich raus. Eieiei. Aber ich muss sie ja nicht im Ring zeigen, oder? Oh, der Referee. So, warum hat er jetzt die... Oh, jetzt hat er sie gemacht. Falschen Knopf habe ich gedrückt, deswegen. So. Und jetzt den Oldschool. Ja, hat noch nicht geklappt. Natürlich nicht. So, was ist mit John Cena? Warum feiert er so? Hast du noch gar nicht wirklich was gerissen? Kollege Schnürschuh. So nämlich. So, ein bisschen Wrestling. Wir müssen ja hier ein bisschen... So, jetzt... Ey, ich wollte nicht... Nein! Warum macht er denn den Chokeslam? Warum macht er denn den Chokeslam? Wieso tut der Undertaker sowas? Muss ich jetzt doch was anderes machen? Drücke Kreis, wenn der Gegner im... Ach so, das ist was ganz anderes. Okay. Hä? Ja gut. Sorry, Cena. Nee, ich will dich nicht covern. Alles gut. Alles gut. Musste ich nicht gerade auch den Finisher machen oder war das was anderes? Es ist hier Dead Man Walking, ne? Das war... Ah, vielleicht ist das Moveset auch anders jetzt. Das kann natürlich sein. So, da ist der Old School. Snake Eyes Big Boot Kombination. Wenn der Gegner benebelt in der Ecke steht, drücke Kreis für einen Griff. Nutze dann L, um einen Gegner von deinem Gegner weg. Okay, und dann X. Alles klar.
Kriegen wir hin. Danke für die Erklärung. Was genau ihr von mir wollt. Okay, das war's nicht. Aber ich habe eigentlich von ihm weggedrückt. Nochmal. Ah, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt der wunderschöne Big Boot hinterher. Träumchen. Okay, ein Running DDT. Müssen wir auch kurz gucken. Ja, in seine Richtung rennen, das kriege ich noch hin. Und Kreis ist einfach der Running DDT. Okay. Steh mal auf, Kumpel. Wir täuschen den Chokeslam an. Oh, er ist nicht drauf reingefallen. Aber John Cena ist schon ein bisschen platt. Er ist schon ein bisschen platt. Der Undertaker. Der Riese. Geht auf Seil. Was zeigt er uns von dort? Einen Double Axe Handle Smash. Im Ring weiter zusetzen, aber das habe ich doch gerade getan. Das hat nicht gezählt. Diese High-Risk-Aktion. Dann machen wir halt nochmal Oldschool. Zählt das auch nicht? Weil wir wieder auf dem Seil sind. Doch, das zählt diesmal. So, Gorilla Press, der Undertaker hier auf der größten Bühne ever. Hoch motiviert gegen seinen alten Rivalen. Und der Taker auch ganz schön gut drauf. Okay, Signature Chokeslam können wir jetzt natürlich wieder nicht zeigen. Oh, doch, können wir. Macht er aber eiskalt nicht. Macht er eiskalt den Last Ride. Was zur Hölle? Last Ride? For real? Oh, er hat den Kickout geschafft. Ich hab nicht losgelassen. Okay, wir haben John Cena aber im Griff. Wir haben Cena im Griff. Wie geht der scheiß Chokeslam denn jetzt? So, ich hab nämlich gehalten. Gerade war nämlich R2, ne, und Viereck halten. Jetzt habe ich dasselbe gemacht und dann ist es nämlich der Last Ride. Weil er jetzt nämlich doch ein anderes Moveset hat. So, Tombstone geht natürlich immer. Oh, ich habe... Jetzt wird er wieder pinnen. Aber Rope Break. Sowieso, oder? Ja, Rope Break. Was ist denn dieser blöde Scheißkreis? Der war doch sonst nie da. Erst beim Undertaker jetzt taucht er auf. Ist das der alte Männerkreis? Wie geht der weg? Alter, der nervt mich so hart mit seinem Scheiß-Finisher, dass der den einfach so ansatzlos raushaut. Ich habe einfach nicht geschafft. Er haut aber auch alles raus, ne? Jetzt gerade. Der ist richtig on fire. Der will es mir einfach wieder extrem schwer machen. Boah, was ein Konter. Den wird Undertaker niemals machen. Nie im Leben ist das ein Undertaker-Konter. So, verpassen wir ihm den nochmal. Können wir jetzt mal den... Signature machen? Nee, immer noch nicht. Oh Gott, ey. Cena, das ist der... Wir hatten alles im Griff und dann kommt der Finisher und unsere komplette Energie ist für immer deinstalliert. Und der hat nichts geschissen gekriegt in dem Match gegen uns. Nix. Guck mal, jetzt habe ich dieses blöde
diesen blöden Kreis da unten auch noch dran, um Gottes Willen. Das wird ja immer schlimmer. Mit den Anzeigen. Okay. So, können wir jetzt mal hier bitte John Cena erledigen? Oh mein Gott, diese Moves vom Taker. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Nee, jetzt konnte ich den scheiß Signature machen. Gerade ging's wieder nicht. Oh mein Gott. Lass mich den jetzt machen. Oh, endlich. Endlich. Also ich finde, die Fan-Reactions kommen nicht so geil rüber in den Filmsequenzen, aber das war schon ganz geil animiert jetzt gerade, ne? So, die Hölle selbst kann ich... Okay, stelle dich im Ring mit geladenen Finisher vor den Gegner und drücke Tombstone Pile Driver als Attack aus. Befehle den, um ihn zu pinnen. Wie? Machen wir jetzt Feierabend? Ist das so? Machen wir Feierabend hier mit John Cena? Nee, ist Rope Break. Beende das durch Pinfall. Jetzt ist wirklich hier Ende des Matches. Ja, Moment, dann pinnen wir ihn halt so. Dann nehmen wir das Bein weg. Er ist immer noch Rope Break. Scheiße. Okay, jetzt können wir es beenden, wie wir wollen. Und wir werden das mit einem wunderschönen Tombstone Pile Driver beenden. Wir setzen John Cena hier nochmal richtig nach. Oh nein. Ich hoffe, ich übernehme mich jetzt nicht. Das wäre... Oh no. No, 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 no. Nicht so, mein Freund. Da fliegt der Schweiß von John Cena. Und Gorilla Press Slam. Aus dem Weg, du Ochsenringrichter hier. Verpiss dich. Jetzt hau ich dir auch noch eine rein. Das hat jetzt voll lange gedauert wegen diesem Trottel. Tollpatschiger Depp. Aber es geht durch. Wow. Guillotine Leg Drop vom Undertaker. Das willst du auch nicht einstecken. So, ah, scheiße. Nochmal Gorilla Press. Egal. Wir haben nur 5 Moves. Genau wie John Cena. Er kann sich kaum noch wehren. Er kann sich kaum noch wehren. Es gibt noch einmal den Seiltanz. Und das sollte reichen dann zum Tombstone Piledriver. Oh ja, das reicht. Wenn er ihn jetzt nicht kontert. Wenn er ihn jetzt nicht kontert. Und er kontert ihn nicht. Und das ist das Ende von John Cena. Rest in peace. Here is your winner, The Undertaker. Aber müssten wir jetzt nicht Musik haben? Weil da, die habe ich nicht ausgestellt. Nur im Menü. Aber vielleicht zählt es auch hier. Aber das habe ich eigentlich nicht gemacht. Also ein bisschen doof, dass jetzt hier die Musik nicht gespielt wird. Aber was soll's. Wir haben es geschafft. Wir haben diesmal auch alle Belohnungen freigeschaltet. Sehr schön. Und eine extrem Undertaker-lastige Folge. Das erste Match fand ich aber deutlich schwieriger. Das hier war ja jetzt... Das war ja Kindergarten. Das war mir zu einfach. Habt ihr nicht mehr drauf? Nein, Spaß. Also das erste Match wieder sehr, sehr nervig. Ein paar Ziele. Besonders das, wo dann immer gefordert wird. Ja, konter mal dreimal den Move aus.
oder konter mal die Combo aus. Wenn der Gegner die aber nicht zeigt und stattdessen mir die ganze Zeit zusetzt, dann ist es schon ein bisschen arg nervtötend. Letzten Endes hat der Undertaker aber 2 Siege in Folge geschafft. Mit ein paar Jahren dazwischen natürlich, aber die verschweigen wir. Und wir gucken mal im Menü, was steht uns als nächstes bevor. In der nächsten Folge, gut gemacht. Du hast John Cena's Kleidung von Vengeance. Okay, ja, alles klar. Okay, das nächste Aufeinandertreffen ist natürlich wieder ein Gigantentreffen. Hier sehen wir auch aus dem Jahre 2018 war das Ganze bei WrestleMania. WrestleMania 34. Und war WrestleMania? Nee, WrestleMania steht ja jetzt sogar an. Um Gottes Willen, einfach WrestleMania verschwitzt. WrestleMania-Wochenende ist ja jetzt. Dann passt das ja eigentlich sogar perfekt zu diesem Wochenende, das Video. Ich werde WrestleMania wahrscheinlich nicht gucken. Ich werde mir Ring of Honor, Supercard of Honor angucken. Und WrestleMania werde ich maximal die Ergebnisse überfliegen, weil es mich nicht so interessiert. Aber WrestleMania steht an. Jeder, der es gucken will, dem wünsche ich natürlich sehr viel Spaß. Und wir werden uns nächste Woche auf jeden Fall mit Triple H gegen John Cena vom 29. Juni 2008 beschäftigen. Night of Champions. Da ging es zwischen den beiden heiß her. Ich denke mal, wir werden mit Triple H spielen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass wir die ganze Zeit eigentlich dem Titelhelden John Cena, ja, er zieht ja das Cover und es ist ja sein Showcase. Und wenn ich John Cena-Fan wäre, und denke mir, okay, krass, ich bekomme ein Showcase so von meinem Lieblingswrestler und ich bin derjenige, der ihm eigentlich die ganze Zeit aufs Maul haut und ich sehe nur die Niederlagen von John Cena, dann wäre ich auch schon ein bisschen knauserig. Mich persönlich stört es jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht der größte John Cena-Fan und finde es ganz geil, dass ich hier mit Undertaker, Kurt Angle und Rob Van Dam schon mal John Cena platt machen durfte. Aber ich glaube, für Fans von John Cena ist es nicht so geil, die ganze Zeit die Niederlagen zu sehen, anstatt seine größten Triumphe. Aber ist auch mal ein schöner Kontrast zu den anderen Showcases, die wir sonst immer so hatten. Auf jeden Fall nächste Woche Triple H gegen John Cena und ein weiteres, noch unbekanntes Match. Da bin ich sehr gespannt. Ja, es wird ja noch ein paar Matches geben, also es wird wahrscheinlich noch nicht die letzte Folge sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Ich hoffe auch, dass ich nicht allzu viel schneiden muss, damit ihr auch die Videosequenzen und alles genießen könnt. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.